Wie? Funktioniert? Baseball! Baseball ist ein langweiliger Sport. Beweise gefällig? Für den ungeübten Zuschauer mag Baseball wie ein gemütliches Kaffeekränzchen unter faulen Sportlern wirken, bei dem sich die Beteiligten stundenlang reglos die Beine in den Bauch stehen. Trotzdem sind weltweit über 1 Milliarde Menschen diesem Sport verfallen. 250 Millionen davon spielen aktiv Baseball oder Softball in einem Verein oder in ihrer Freizeit. Und das nicht nur in den Vereinigten Staaten und Kanada, sondern vor allem in Mittelamerika, in Japan, Taiwan, Korea, China und auch hier bei uns in Europa. Im September findet bei uns in Europa die Baseball-Weltmeisterschaft statt. Ich möchte dir anhand dieses Videos zeigen, wie Baseball gespielt wird, damit auch du der Faszination dieses Sportes erleben kannst. 1 Milliarde Fans weltweit können nicht irren, oder? Das Ziel beim Baseball ist es, einmal das Feld zu umrunden. Dazu schlägt man den Ball ins Feld und versucht, möglichst weit vorzurücken. Schafft man es einmal erfolgreich um das Feld, so erzielt man einen Punkt, einen sogenannten Run. Die Mannschaft, die nach 9 Spielabschnitten, sogenannten Innings, die meisten Punkte erzielt hat, gewinnt das Spiel. Punkte, die sogenannten Runs, können im Baseball nur dann erzielt werden, wenn man in der Offensive, das heißt im Angriff ist. Die gegnerische Mannschaft, hier weiß dargestellt, verteidigt das Feld und versucht Punkte der angreifenden, roten Mannschaft zu verhindern. Ich habe die erste Base sicher erreicht, da die gegnerische Mannschaft den Ball zu spät an die Base geworfen hat. Ich bin somit safe. Durch den Treffer meines Teams bin ich bis zur dritten Base vorgerückt. Damit bin ich nur noch 27 Meter davon entfernt, einen Punkt für mein Team zu erzielen. Der Schiedsrichter, beim Baseball Umpire genannt, signalisiert mit seinen Händen, dass ich die Base sicher erreicht habe. Ich habe das Feld umrundet und jedes Base einmal berührt. Somit erhält mein Team einen Punkt, einen sogenannten Run. Baseball wäre ein wirklich langweiliger Sport, wenn nur ein Team punkten könnte. Damit sich auch die gegnerische Mannschaft auf dem Scoreboard verewigen kann, muss ich diese zunächst 3 Läufer ausmachen. Auf der Anzeigetafel wird dies durch die Outs dargestellt. Ich zeige dir nun die 3 wichtigsten Möglichkeiten, Spieler auszumachen. Wow, toller Schlag! Nur leider wird der Ball aller Voraussicht nach von der gegnerischen Verteidigung aus der Luft gefangen werden. Diese aus der Luft gefangenen Bälle nennt man Flyouts. Diese schicken den Schlagmann direkt zurück auf die Bank. Erreicht der Ball das Base vor dem Läufer, so ist dieser aus. Und, alles gut verstanden? Wird der Ball direkt aus der Luft gefangen, bezeichnet man das als Flyout. Kommt der Ball vor dem Läufer an die Base, bezeichnet man das als Groundout. Dann kommen wir nun zum Herzstück des Baseballs, dem Duell zwischen Werfer und Schlagmann. Die beste Möglichkeit, ein Aus zu erzielen, ist es, den Schlagmann am Treffen des Balles zu hindern. Dazu versucht der Werfer, den Ball so zu werfen, dass dieser durch den Treffbahnbereich, die sogenannte Strike-Zone, fliegt. Die Strike-Zone geht vom Ellbogen des Schlagmanns bis zu seinen Knien. Jeder Schlagmann hat 3 Versuche, den Ball zu treffen. Verfehlt der Werfer die Strike-Zone, so gilt dies als Fehlwurf. Nach 4 Fehlwürfen darf der Schlagmann zur ersten Base vorrücken. Nach 3 erfolglosen Schlagversuchen ist der Schlagmann aus. Man bezeichnet das als Strikeout. Beim Baseball dreht sich vieles um die Zahl 3. 3 Bases, 3 aus, 3 Versuche. Baseball ist alles andere als ein gemütliches Kaffeekränzchen. Laufen, schlagen, fangen und werfen. Bei wenigen Sportarten werden derart vielfältige Fähigkeiten abverlangt. Ich hoffe, ich konnte die wichtigsten Grundregeln anschaulich erklären. Der beste Weg, Baseball zu verstehen, ist es, ein Spiel live zu verfolgen.
Vom 9. bis zum 12. September 2009 bietet sich die einmalige Chance, Baseball auf Weltklasse-Niveau in Regensburg zu erleben. Während der Baseball-Weltmeisterschaft spielen die Mannschaften aus den USA, China, Venezuela und Deutschland um den Einzug in die Finalrunde. Besuchen Sie die Baseball-Weltmeisterschaft in Regensburg und lassen Sie sich vom Baseball-Fieber anstecken.